Hallo liebe Bonsai-Freunde. Heute möchte ich euch die Entwicklung von meinem Perückenstrauch zeigen. Den Baum habe ich mir angeschafft 2007, also es sind jetzt 2 Jahre. Und ich werde euch jetzt mal Schritt für Schritt zeigen, von Anfang an, wie der Baum sich entwickelt hat. Viel Spaß dabei. Erwachen für mich, den Baum überhaupt mal mit Laub zu sehen. Im Herbst 2007 bin ich dann hergegangen und habe dann den Hauptstamm noch ein bisschen mehr eingekürzt. Und als ich das dann so vor mir stehen sah, habe ich gedacht, ich mache mir mal ein eigenes Virtual und bastel mir mal den Baum so, wie ich ihn im Kopf habe, wo ich denke, dass man diese Gestaltung aus diesem Baum herausbringen kann. Und somit habe ich das visualisiert und das Bild seht ihr hier dargestellt. Anfang des Jahres 2008 dann, im Frühjahr, setzte ich den Baum dann in eine runde Schale. Dabei überlegte ich, ob ich den unteren Ansatz, ob ich den hergehe und entferne, weil er schon sehr stark Fäulnis gezeigt hatte. Auch hier entlang des Stammbereichs. Ich habe mich dann aber doch entschlossen, dies erstmal zu bearbeiten und zu sehen, wie tief die Fäulnis ist. Und ich schaue mir das erstmal an und habe es dann somit diese Wurzel dran gelassen. 2008 bin ich dann hergegangen und habe den Baum mitgenommen zu einem AK-Treffen. Und dabei habe ich dann nochmal diesen Hauptstamm noch einen Schritt mehr eingekürzt. Der war dann ungefähr hier, ging der so hoch, ungefähr bis hier eingekürzt und habe dann angefangen, den kompletten Schari-Bereich dem Stamm entlang. Danach natürlich wie üblich immer schön abgeflammt und, ja, und noch durchgebürstet, sodass sie da so eine richtig schöne Oberfläche hatte, um das besser darstellen zu können. 2 Monate später sah der Baum dann so aus. Ich hatte einen extrem starken Zuwachs und die Blätter waren zwar noch etwas groß, aber ich freute mich über diesen tollen Zuwachs. Ich konnte dann auch diverse Äste rausschneiden, die ich am Anfang drin gelassen habe, um eben da noch ein bisschen Krone auf dem Baum zu haben. Aber durch diesen starken Zuwachs konnte ich da schon wieder einiges herausnehmen. Wie man hier schön sehen kann, ist die Beschaffenheit der Blätter was ganz Besonderes beim Perückenstrauch. Die Oberfläche ist wasserabweisend, das heißt die Wassertropfen, die perlen dann so richtig wunderschön von den Blättern ab. Und das ist natürlich wunderschön anzuschauen, das ist einfach zauberhaft. Dieses Bild zeigt den Baum jetzt im Mai 2009, also genau ein Jahr später. Und man kann sehen, die Blätter sind schon noch einiges kleiner, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil das Gesamtbild und die Gesamterscheinung des Baumes natürlich schon viel besser aussieht. Ab Mai, Juni fängt der Perückenstrauch an, Rispen zu bilden. Daher kommt auch der Name Perückenstrauch, weil die genau so aussehen wie eine Perücke. Und man hat hunderte von gelben Blüten dran. Sieht einfach traumhaft aus. Hier seht ihr jetzt den Baum. Heute ist der 8. Oktober 2009. Der Baum hat eine tolle Entwicklung gemacht. Er fängt schon leicht an mit der Herbstfärbung. Und ich bin wirklich sehr froh, dass der Baum in diesen 2 Jahren so eine tolle Entwicklung gemacht hat. Das Totholz. Das ist auch schon viel, viel besser geworden. Man kann ja also auch sehen, man sieht schon hier die Risse. Es ist schon sehr gealtert in der Zeit jetzt von einem Jahr. Es sieht nicht mehr so frisch aus.
Und ja, der Gesamteindruck unterstützt es natürlich sehr positiv. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben und denjenigen Mut machen und auch zeigen, wie man aus einem vermeintlichen, ja, nicht geeigneten Rohmaterial, was man am Anfang gedacht haben könnte, wenn man das erste Bild gesehen hat, wie der Raum ausgesehen hat, dann nach 2 Jahren doch aus meiner Sicht ein schönes Bäumchen hinbekommen hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.